Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Zusammenfassung. Heute soll es darum gehen, dass wir uns noch einmal die Mission des Raspyris ansehen. Das ist ein Abenteuer für DSA 4.1, geschrieben von Marc Wachholz und befindet sich in der Anthologie Drachenodem. Wie kam es dazu, dass wir dieses Abenteuer gespielt haben? Ganz einfach, ich habe meinen Helden gefragt, was wir nach den Kreisen der Verdammnis machen wollen. Wir haben ja das Abenteuer um den Stab der tausend Augen gespielt und ich hatte überlegt, ob wir danach anknüpfen und nochmal eine Mission gegen Xeraan oder gegen Rassasur uns ansehen. Und da die Schrecknisse in Yol'Gurmak ihnen zu viel waren, haben sie gesagt, nein, wir möchten etwas Vergnüglicheres, etwas, was nicht so ganz auf diesen Horroraspekt setzt. Und da wir eben zu dem Zeitpunkt auch noch einen Drachenjäger bei uns hatten in der Gruppe aus Xorlosch, haben wir gesagt, dann lass uns doch mal ein Drachenjäger-Abenteuer machen. Und das habe ich dann eben auch getan. Ich habe mir verschiedene Abenteuer aus dieser Anthologie angelesen und habe dann mich dazu entschieden, dass wir dieses Abenteuer hier spielen. Vor allem, weil man einen Kaiserdrachen kennenlernt, den Kaiserdrachen Ab, der in den Drachensteinen sitzt, weil es eben auch dann um einen besagten, naja, ich erzähle gleich noch ein bisschen was dazu, wie ich mir das dann gedacht habe. Vor allem der zweite Grund war dann, dass es eben auch sehr gut anknüpft an die Kreise der Verdammnis, weil wir sowieso in Paraynefoten waren und ich von da aus dann den Auftrag habe losgehen lassen. Ja, worum soll es gehen? Zunächst einmal zu dem Abenteuer. Die Helden werden von dem Herzog Bernfried von Tobrien eingeladen, in Richtung seiner Burg Drachenhaupt mitzukommen, ihm, naja, zu begleiten. Man kann das beliebig noch ausgestalten, kann dann da einen Provianthändler noch mit einbauen, wenn man das möchte, kann noch einen Angriff, ja, ziemlich einfachen Angriff von irgendwelchen Straßenräubern noch einbauen, bis man dann zu dieser Burg vordringt. Das ist allerdings auch alles nicht sehr plot-hilfreich, also es bringt diesen Plot nicht weiter. Deswegen habe ich mich dann einfach dagegen entschieden und diese Reise dann sehr schnell übersprungen, wie das eben auch hier in diesem Abenteuer der Fall ist. Ja, nachdem es eine kurze Begegnung mit den Leuten in der Burg gab, allzu lang habe ich das auch nicht ausgespielt, kam es dann am Abend zu einer Begegnung mit Drachen, beziehungsweise zunächst ist es erstmal nur ein Drache, der hier gegen die Burg fliegt, weil er schwer verletzt ist, kann sich dann allerdings noch halten, trudelt ein paar Meter weiter, ein paar hundert Meter weiter und stürzt dann in ein nahegelegenes Tal. Natürlich auch anwesend ist ein Mitglied der Drakoniter, beziehungsweise man weiß gar nicht so genau, was das jetzt eigentlich für einer ist. Es ist zumindest ein Vertreter aus dem Hause von Apep, der sich jetzt hier in diesen Hesinde-Orden geschlichen hat. Die anderen Hesinde-Geweihten kennen ihn gar nicht so sehr, wissen gar nicht, was das für eine Person ist. Dementsprechend ist er sehr mysteriös. Die Helden brechen dann auf, nachdem sie die Verletzten irgendwie geborgen haben, brechen sie auf und möchten dann erst einmal die Verwundeten versuchen zu versorgen. Die Krankheit, die jetzt hier so nach und nach bei denjenigen ausgebrochen ist, ist eben dahingehend, dass die unheilbar ist, beziehungsweise das Drachenfeuer hat sie dann sehr, sehr schwer verbrannt und wenn das dann einfache Zivilisten und auch Kinder sind, dann möchte man die natürlich heilen oder das versuchen. Und es gibt wohl ein paar Kräuter, die sich in dem Drachenstein befinden, genauer im Tal der Türme, da wo Apep mit seinen anderen Perldrachen sitzt, da soll es wohl Kräuter geben, die helfen könnten. Also werden die Helden losgeschickt und sollen diese Kräuter suchen. Bei uns war es dann eben auch der Fall, dass einer der Helden verletzt worden ist und dementsprechend ist auch sein Leben in Gefahr gewesen. Das war ein zusätzlicher Ansporn für die Gruppe, dass man doch diese Medizin sucht. Kurz nachdem die Gruppe aufgebrochen ist, haben sie dann Spuren gefunden, die dann eindeutig auf den verletzten Drachen deuten, aber eben auch auf Drakodan. Also diesen Hesinde-Geweihten, diesen Drakoniter, derjenige, der jetzt vor ihnen aufgebrochen ist, der so mysteriös war, und können ihn dann finden. Dann passiert Folgendes, zumindest laut Buch. Während die Helden sich dann diesen toten Drachen, also Raspyris, besehen und feststellen, dass er wohl ein schwarzes Artefakt dabei hat, eine Kugel, was eigentlich nichts anderes ist als ein MacGuffin,
Dieser Gegenstand, dieses Objekt dient dazu, die Handlung auszulösen oder voranzutreiben, ohne selbst dabei eben von besonderem Nutzen zu sein. Das ist vor allem eben auch in Kriminalfilmen und in Thrillern ist das ganz gerne mal ein Element, was benutzt wird. Das gibt es aber eben auch in vielen Rollenspielabenteuern. Ich erwähne da zum Beispiel dann auch sowas wie das Blaue Buch, was ja relativ neu ist. Ja, während Sie dann erfahren, dass dieser Raspyris eine schwarze Kugel aus dem Hort von Rassasor geborgen hat, kommt es zu einem Angriff und zwar von Irrhalken und zwar 3 Stück. 3 schwarz geflügelte Dämonen mit mehreren Hörnern auf dem Kopf, die dann diese Gruppe angreifen. Die sind ausgesandt und zwar ist Raspyris an Yol Gurmak vorbeigeflogen und ja, da haben sie sich gedacht, dann möchten wir ihnen diese Kugel abnehmen. Deswegen kämpfen die dann gegen den Drachen so ein bisschen in der Luft, haben ihn schwer verletzt und es kommt dann eben schlussendlich dazu, dass er dann kurz vor Burg Drachenhaupt so schwer verletzt ist, dass er an seinen Wunden stirbt und die Wunden, die die Asquarati dann geschlagen haben, sind dann eben auch dahingehend, dass sie ja die Menschen dann schädigen, dass sie sie verbrennen und dass diese Verletzung nicht mehr zuheilen wollen. In dem Abenteuer wird Dragodan dann von den Irrhalken entführt. Er wird also in die Luft gerissen, was in meinen Augen sehr untypisch ist. Die Irrhalken würden ihn normalerweise gleich töten. Ja, sie entführen ihn und reißen ihn in die Lüfte. Währenddessen stürzt dann auch noch eine Lawine nach unten. Die Helden können ihn nicht retten. Er ist also erstmal weg und er schreit ihnen dann noch nach: Rettet die Kugel, bringt die zu Apep. Damit sind die Helden auf sich alleine gestellt und dürfen dann durch die Drachensteine alleine reisen. Da passiert noch ein bisschen was. Also man lernt eine Amazone kennen. Man kann während der Reise einem Höhlendrachen begegnen, der dann in seiner Höhle sitzt und darauf wartet, dass er erschlagen wird, unter anderem von einer Amazone und von den Helden, die dann ihn retten. Damit ist dieses Abenteuer dann eben auch verknüpft in dieser Anthologie. Und hier findet dann eigentlich der Drachenkampf statt gegen einen Höhlendrachen, der hier einfach sehr, sehr random in diese Höhle reingesetzt wird und eigentlich so gar nichts mit dem Rest des Abenteuers zu tun hat, hat mir überhaupt nicht gefallen. Deswegen habe ich diesen Höhlendrachen ersetzt und auch die Irrhalken habe ich ja auch so nicht gebracht. Ich erzähle dazu gleich ein bisschen was, aber erstmal soll es weitergehen. Nachdem die Helden die Amazonen von Yeshina, also einer Amazonenfestung, einer Burg hier ja entdeckt haben, nachdem sie sich ein bisschen mit ihr unterhalten haben, können sie dann weiter sich durch die Berge hindurchschlagen, können noch ein bisschen kämpfen und reisen dann zu der Säule von Apep, wo sie dann dem Drachen nach einem weiteren letzten Kampf gegen Irrhalken und gegen eine Irrhalkenreiterin können sie dann dem Drachen das Artefakt, den MacGuffin, übergeben, bekommen dann einen schönen Text vorgelesen, wo der Drache weiter mysteriös bleibt. Man kann so ein bisschen Apep kennenlernen und der Epilog ist dann auch sehr, sehr kurz. Es gibt dann einen Abschied, es gibt die Rückreise, das wird ja auch alles nicht ausgespielt. Der Herzog ist wohl ziemlich zufrieden mit den Helden und dann folgt der Anhang und der erklärt so ein bisschen was zu Dracodan von Misaquel, was das für ein Gesandter ist. Er erzählt natürlich noch ein bisschen was zu dieser Drachenreiterin bzw. Irrhalken oder Karakil-Reiterin, die hier aufgetaucht wird. Das ist eine Obristin, die habe ich aber auch gar nicht mit benutzt. Und erzählt eigentlich sehr, sehr wenig dann auch zu dieser schwarzen Eisenkugel, zu Drakundas, dem Drachentöter. Was ist jetzt bei uns passiert? Ja, gestartet sind wir, wie gesagt, in Paraine Furten, so wie es vorgegeben ist. Ich habe den Helden dann ein bisschen Zeit gegeben, um unsere neue Heldin kennenzulernen, Isarun von Spogelsen, die dann auf die Charaktere getroffen ist. Man konnte so ein bisschen diese Schrecknisse abbauen und durfte dann den Herzog begleiten. Der Drachenkampf wurde so ein bisschen schon angeteasert. Man konnte sich also ein paar Taktiken überlegen, wie man dann gegen so etwas kämpfen könnte. Der Kampf ist natürlich, je nachdem, was das für ein Drache ist, sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe auch nie gesagt, was das eben dann für genau ein Drache wird. Und sie mussten dann sich eben verschiedenste Taktiken überlegen. Wichtig war eben, dass sie sich diese Salbe noch genommen haben, die sie ja zum Einschmieren benutzen, damit sie keinen Feuerschaden bekommen, beziehungsweise in meinem Fall war es dann Eisschaden.
Ansonsten auf der Burg, das habe ich ja schon gesagt, das wurde relativ kurz ausgespielt und dann kam es zu einer Begegnung mit zwei Drachen. Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich die Irrhalken rausgekürzt? Die Mission des Raspyrus beginnt ja in Wahrung. Dort soll er sich das Artefakt von Rassasor aus seinem Hort herausklauen und dann zur Ape bringen. Jetzt ist er natürlich über Yol'Gurmak geflogen. Aber ich finde, es macht mehr Sinn, dass Rassasor nicht irgendeine Drachenreiterin ausschickt oder eine Karakil-Reiterin, sondern dass er einen anderen untoten Drachen hinterher schickt. Das ist sehr viel besser. Und da hat er einfach nicht irgendwen losgeschickt, sondern einen seiner Generäle, und zwar Phoboroch. Der kommt später nochmal vor. Der wird eigentlich im Jahr des Feuers gebraucht. Ich habe ihn jetzt hier schon einmal gebracht. Hier konnte er schon mal besiegt werden, damit es dann später im Jahr des Feuers, wenn es dann zu der Begegnung kommt, einen Drachen weniger gibt. Das ist also nur sehr hilfreich. Dabei habe ich dann eben nicht nur das heiße Feuer von den Drachen erwähnt und die Brandnarben, sondern habe eben auch schon einmal ein paar Informationen losgelassen, die dann den Helden später im Jahr des Feuers helfen können. Das ist also vorbereitend auch auf diese Kampagne gewesen, denn Xyxyx oder wie er jetzt aktuell heißt, Rassasor, ist im Krieg der Magier auch anwesend gewesen und war da auch schon sehr krank. Es gibt Karfunkelwürmer, wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr euch das mal in der Zoo Botanica ansehen. Das sind Würmer, die den Drachen von innen auffressen und sich dann eben auch durch den Karfunkel bohren. Das sind Wesen, die sich von Magie ernähren und dementsprechend dann später auch den Karfunkel vernichten würden. Und diese Wesenheiten habe ich einfach mal benutzt, um die vorzustellen. Habe natürlich dann auch Phoboroch benutzt, um Rassasor weiter so mal zu besprechen. Habe dann anstatt den Irrhalken habe ich nicht nur den Drachen genommen, sondern habe eben auch noch ein paar Untote genommen, die dann verschiedenste Fähigkeiten aus der braunen Reihe mal vorstellen. Wer es nicht weiß, die braune Reihe sind drei Bücher, die dann Elementare, Dämonen und Untote vorstellen, und in diesem einen Buch gab es dann eben Werte für verschiedenste Arten mit Untoten, die Sonderfertigkeiten haben. Fand ich wesentlich passender, als wenn ich jetzt irgendwelche random Irrhalken benutze, also brennende Greifen, die dann mit den Untoten, die dann eben auch mit Rassasor gar nichts zu tun haben. Deswegen habe ich eben mich zu diesem Entschluss durchgerungen. Dass Draco dann entführt wurde, ist bei mir auch nicht vorgekommen. Ich frage mich immer, wofür ist diese Szene relevant? Die Helden reisen dann einfach alleine durch die Drachensteine. Ich kann sie aber eben auch mit Draco dann durch die Berge reisen lassen. Also das ist quasi erstmal völlig egal. Er soll weiterhin mysteriös wirken. Aber wenn er jetzt entführt wird von entweder einem Drachen oder von anderen Leuten, die ihn da wegbringen wollen, das macht diese Szene nicht besser. Das macht sie einfach nur seltsam, weil solche urbösen Wesenheiten, ob das jetzt Blackerats-Dämonen sind oder ein untoter Drache, die würden den töten und nicht dann verhören oder einfach entführen. Das ist nichts, was solche Wesenheiten tun. Die Reise habe ich dann nicht unbedingt weiter ausgespielt, weil wir schon viel Reiseabenteuer in unserem Verlauf der Kampagne hatten. Den Höhlendrachen habe ich komplett rausgelassen, weil wir ja unseren Drachenkampf schon hatten, gegen eben Phoboroch. Und der habe ich dann auch rausgekürzt. Die Amazonen habe ich sehr kurz gehalten, weil sie diese Geschichte eben auch nicht weiterbringen. Und dann bin ich nach einem sehr kurzen Szenario dann auch direkt zu den Drachensteinen gesprungen, beziehungsweise dann ins Tal der Türme, wo sie auf Abeb getroffen sind. Das habe ich so ein bisschen epischer verpackt, zumindest versucht. Hier haben die Helden dann auch noch weitere Informationen bekommen, unter anderem dann eben über Drakundas, diese Drachentöterkugel. Die wird eigentlich erst wieder benutzt in der Drachenchronik-Kampagne. Ein vierbändiges Ding, wo es dann um die Geschichte der Drachen geht. Da wird sie eigentlich erst wieder aufgegriffen, genauso wie die Trollaxt Knarrlukkas. Aber ich werde ihnen diese Kugel vielleicht, wenn sie sie haben möchten, noch einmal gegen den Kampf für Rassasor geben. Und das war so ein bisschen meine Entscheidung, warum ich so geleitet habe, wie ich geleitet habe. Ich habe das Abenteuer also etwas verändert, habe einige Kämpfe rausgestrichen, habe einige Kämpfe verändert. Damit empfehle ich euch einfach nochmal, wenn ihr das Buch haben solltet, lest euch mal dieses Abenteuer durch, schaut euch an, ob ihr es genauso gemacht hättet oder ob ihr
meine Variante, so wie ich sie gespielt habe, besser findet. Das würde mich mal sehr interessieren, ob ihr das ähnlich seht oder ob ihr mir da sehr widersprecht und ob ihr es dann nach Buch gespielt hättet. Das ist dann eben auch nochmal so ein Einblick in meine Gedankengänge als Spielleiter, welche Informationen ich so rausziehe, wie ich meine Abenteuer eben auch abändere, wenn sie mir im Buch nicht gefallen. Also das ist ein, ja, wie gesagt, ein guter Einblick in die Art, wie ich leite. Für dieses eine Abenteuer aus der Drachenchronik würde ich subjektive 60 von 100 Punkten geben. Es ist okay, es ist aber nicht unbedingt perfekt. Ich habe, wie gesagt, deswegen dann auch viel abgeändert. Es ist nicht das beste Abenteuer aus dieser Anthologie, aber es passt sehr gut in die Schwarzen Lande. Und auch eine Empfehlung wert, trotz der nur 60 von 100 Punkten. Wie gesagt, das ist eine sehr subjektive Skala. Hat auch nichts mit der Rezensionsbewertung zu tun. Welche Rezensionskriterien ich da dann auch benutze, das hat natürlich dann eben auch nochmal Einfluss. Ist es irgendwie modular? Macht es den Spielern Spaß? Ist es einfach zu leiten? Das fließt natürlich alles jetzt in diese Punkteskala mit ein. Aber dadurch, dass ich jetzt eben nicht auf 16 Punkte gemittelt bin, sondern das eben auch normieren kann auf 100 Punkte, möchte ich eben jetzt innerhalb von dieser Bewertungsskala, dieser Zusammenfassung unseres Abenteuers, vergebe ich dann eben die 100 Punkte und da kommen wir auf einen Wert von 60. In meiner Version, so wie ich es gespielt habe, vielleicht mehr, weil es mir so nochmal besser gefallen hat, aber ich bewerte eben auch erstmal nur so, wie es in dem Buch stand. Damit ist diese Zusammenfassung durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch weitere Fragen haben solltet, könnt ihr mir die gerne stellen. Ich bin ansonsten fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.